3. Mai 2018, Frankfurt am Main. Die 13. La Casa del Habano wird heute ihren Bestimmungen übergeben. Mit dabei sind der Botschafter der Republik Kuba, die Handelsrätin der Botschaft und der Fifth Avenue-Geschäftsführer Heinrich Villiger. In seinem Grußwort, nehmen wir das vorweg, bezeichnet Geschäftsführer Heinrich Villiger diese Casa als eine der schönsten, die ich je gesehen habe. Geführt wird der neue Zigarrentempel in der Main-Metropole von Andreas Gutfreund, der gemeinsam mit seinem Bruder Viktor bereits 3 andere Geschäfte im Rhein-Main-Gebiet führt. Unterstützt wird er dabei von Store-Manager Selman Ifren. Die La Casa del Habano liegt in der Innenstadt von Frankfurt und erstreckt sich über eine Fläche von 170 Quadratmeter. Davon nimmt der große, begehbare Klimaraum rund 20 Quadratmeter ein. Darin findet sich das gesamte Sortiment der in Deutschland angebotenen feinsten Habanos sowie Spezialitäten und limitierte Auflagen. Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts der Casa Frankfurt ist die Barlounge mit einem feinen Angebot ausgewählter Cocktails und erlesener Premium-Spirituosen. Besonderer Blickfang ist das Stück der historischen Stadtmauer von Frankfurt, die eine ganze Seite der Lounge einnimmt. Prominente aus Frankfurt, aus dem Showbiz, aus dem Sport und natürlich die Aficionados aus dem Rhein-Main-Gebiet sind heute hier reichlich gut vertreten und möchten sich natürlich einen ersten Einblick über dieses neue, wirklich interessante Angebot der Gutfreunds machen. Ja, Eröffnung der Frankfurter Casa del Habano, das heißt Klappe die zweite eigentlich, hatten wir in Frankfurt schon mal, leider nicht so erfolgreich. Jetzt aber mit Leuten, die sich im Tabakbusiness wirklich gut auskennen, die erfolgreich schon Ladengeschäfte geführt haben, auch hier in der Gastronomie, in der Hotellerie mit Lounges arbeiten. Ich denke mal, ist die Basis ganz anders. Ich denke mal, sie freuen sich über die Nummer 13, dass also flächendeckend die Casas in Deutschland doch immer mehr Platz gewinnen. Und das Gewinnen, das Dazugewinnen ist ja eine Geschichte, die auch wieder mehr Umsatz bringt, aber in erster Linie natürlich die Aficionados zufriedenstellt. Also die Casas, die spielen schon eine führende Rolle im Gesamtunternehmen. Also wenn ich die Umsatzentwicklung sehe und die Veränderung, die wir haben, wir haben da Gott sei Dank Steigerungsraten, aber die Casas sind ein sehr wichtiger Stein in diesem ganzen, von diesem Zusammenspiel von Fachhandel, Großhandel, ja. Casas, und wir haben natürlich verschiedene Kategorien, Spezialisten, und aber die Casas sind schon den Ton angeben, nicht? Das sind schon die Pflöcke, wir haben jetzt, das ist das 13. Casas. Frankfurt hat uns ja eigentlich noch gefehlt, wir hatten ja schon nicht nur einen, wir haben schon 2 Fehlstarts gemacht. Ist auch nicht so einfach, wir brauchen Leute, die natürlich auch erstmal Kapital haben, die sich auch mit voll und ganz für das Casa einsetzen. Man kann das nicht einfach nebenbei aus Nebenbetrieb machen. Das ist klar, das haben wir in anderen Standorten ja auch schon gemerkt. Also es muss jemand wirklich mit Wissen, Kenntnis und natürlich auch mit entsprechendem Herzblut an die Geschichte rangehen. Ich denke, dass das Rhein-Main-Gebiet ja grundsätzlich unheimlich viele Zigarrenraucher hat. Es gibt ja auch hier viele Clubs, die sich überall bewegen. Also da dürfte die Kompetenz der Casa richtig ankommen. Also wenn man Frankfurt sieht, ich vergleiche das immer mit der Wall Street in New York, wenn man diese ganzen Hochhäuser sieht, die ganzen Wolkenkratzer und die ganzen Konzentration der Banken, die jetzt in der deutschen Wirtschaft, muss ja eigentlich hier ein Casa sein. Das hat hier Herr Gutfreund hervorragend gemacht. Ich habe, es ist das schönste Casa, das ich kenne. Er hat sehr viel investiert mit Raucherlounge. Es ist natürlich schon ein Ort, wo man sich zusammensetzen kann, diskutieren kann in aller Ruhe, ohne dass 7 andere Leute zuhören und sich dabei eine Zigarre genießen. Das hat ja natürlich bis in Frankfurt gefehlt. Es kommt ja auch gut an. Hier in der Nähe ist die alte Oper. Die Leute gehen zu ihrer Veranstaltung. Im Umkreis gibt es, ich bin jetzt kein Frankfurter, bin aber ab und zu mal hier, speziell wenn es hier um Kultur geht. Aber die Möglichkeiten, nach so einer Veranstaltung schön zu rauchen, ist recht gering. Ich denke mal, allein das ist schon ein Grund, hierher zu gehen.
Ja, ich komme ja nicht von hier, ich wohne in Süddeutschland, also ich kann Frankfurt und die Umgebung, ich bin nicht vertraut, ich kenne mich besser aus in München und in Norddeutschland. Und also das ist ja das 13. Gas, also die 12, die wir schon haben, sind eigentlich die jetzige Struktur und die jetzigen, die wir haben, funktionieren eigentlich alle gut, nicht? Also Sie haben das ja vorhin erwähnt, man kann auch mal eine Bauchlandung machen. Also wir hatten auch, das Frankfurt war nicht das einzige Problem. Aber man braucht natürlich erst mal ein Umfeld, das kaufkraftkräftig ist. Und dann natürlich auch jemand, den Kassa-Inhaber, der sich voll identifiziert, auch jeden Tag dabei ist. Das Geschäft, man kann das nicht nebenbei machen. Ja, das ist oft das Problem. Es wird etwas neu angeschoben und dann glaubt man, die Welle, die nimmt von alleine ihren Weg. Das ist halt nicht so. Wissen Sie, es ist ja, also wenn wir diesen ganzen Handmade-Bereich nehmen in Deutschland, ist natürlich die Kubaner Habanos eindeutig Marktführer, aber die Konkurrenz ist ja sehr stark. Es kommen ja jeden Tag, wenn Sie die Fachzeitungen sehen, es kommen ja jeden Tag neue Zigarren aus den Nicaraguas. Boutique-Zigarren. Es nimmt ja kein Ende, nicht? Die ganzen Special Editions und Boutique-Hersteller und das ist natürlich für, okay, wir müssen damit leben und ich finde es auch, man muss es auch respektieren, dass es Leute gibt, die einen Start machen wollen. Das ist ja lobenswert. Aber im Moment haben wir eine Überflutung des Marktes mit Handmade-Zigarren. Also ich merke es ja, was wir an Informationen zu neuen Produkten ins Haus bekommen, was wir alles verarbeiten müssen. Wenn ich mir den armen Tabakwarenfachhändler vorstelle, der nicht nur eine Pressemitteilung zum neuen Produkt bekommt, sondern gleichermaßen die Kisten eigentlich schon verarbeiten soll und verkaufen soll. Der Laden, die Lagermöglichkeiten sind bis unter die Decke gefüllt und dann kommt wieder was Neues. Also auch dem Endverbraucher, dem Connoisseur, immer wieder neue Produkte anzubieten, scheint mir recht schwierig. Ja, es ist auch eine Platzfrage. Der Fachhandel hat auch den Platz nicht mehr. Jetzt kommen die ganzen elektronischen Zigaretten, jetzt kommen die Heat- und Burn-Produkte, die weil ja von der Zigarettenindustrie sehr stark gefördert werden. Die sagen ja, die Produkte, die man verbrennt, gehören eigentlich der Vergangenheit an. Das wird eine neue Periode geben, wo man Tabak nicht mehr verbrennt, sondern verdampft. Das braucht ja alles Platz. Und jetzt kommen diese Big Packs auch bei der Zigarette und beim Feind. Der Fachhandel hat einfach keinen Platz mehr. Dazu kommt natürlich auch, dass die Anzahl der Verkaufsstellen rückläufig ist, nicht? Wir verlieren praktisch jeden Monat eine Anzahl Kunden, weil kein Nachfolger kommt, der die Arbeit machen möchte, die die Eltern gemacht haben. Die möchten nicht von morgens 6 bis abends hinter der Theke stehen. Plus Wochenende. Ja, das ist gut, das muss man heute nachvollziehen. Wir haben die Kinder, unsere Nachkommen sind in einer Wohlfahrtsgesellschaft aufgewachsen. Die werden sich nicht mehr so verheizen lassen wie unsere Generation. Und gut, damit müssen wir leben. Aber die Wohlfahrtsgeneration darf Zigarren kaufen. Ja, das ist der einzige Pluspunkt. Und ich bin erstaunt, wie immer mehr sehe, junge Leute, die plötzlich kommen, sie sagen, ich leiste mir 2-3 Mal in der Woche eine gute handgemachte Zigarre. Das ist natürlich die positive Seite damit. Das ist sehr schön. Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort für unser kurzes Gespräch hier. Ein Blick nach vorne, nicht nur Tradition und Vergangenheit, sondern nach vorne schauen und sich daran erfreuen, dass es wirklich neue Zigarrenraucher gibt. Das ist doch einfach ein Pluspunkt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, Herr Wien. Frankfurt im Mai 2018. Eröffnung der 13. Casa del Habano in Deutschland. Casa del Habano, ein Konzept der Kubaner, zusammen mit der Fifth Avenue Products Trading Company, oder GmbH ist eigentlich deutsch und besser, vertreten jetzt hier im Gespräch auch mit Christoph Puschka. Christoph, es gab ja schon mal in Frankfurt einen Casa-Versuch, leider nicht ganz erfolgreich. Jetzt habt ihr hier mit dieser Casa einen Partner, der ja schon viele Jahre mit Fifth Avenue zusammenarbeitet. Da geht man, glaube ich, mit ein bisschen mehr Schwung in die Sache jetzt rein. Ja, auf jeden Fall. Also was wir gelernt haben, über die Zeit natürlich auch, also auch wir lernen dazu, kann nicht anders sein, ist einfach, dass Casa del Habano ist ja quasi der Ritterschlag für den Fachhandel. Das ist ja quasi das Top of the Top im Fachhandel. Es gibt natürlich viele gute Fachhändler, aber Casa ist eben doch nochmal was Besonderes. Und so eine Casa del Habano sollte und kann eigentlich nur ein erfahrener Fachhändler auch wirklich erfolgreich führen. Das haben wir damals gelernt. Das war bei dem ersten Versuch in Frankfurt, war das eben nicht der Fall. Und hat leider
eben dann auch das entsprechende Resultat gezeigt. Hier mit den Gutfreunds und ihrem Partner haben wir ein gutes Gefühl. Das sind erfahrene Fachhändler, die wissen, was sie tun. Und ich glaube auch hier am Standort wird es ihnen schnell gelingen, da einen sehr guten Stand zu erreichen. Ja, wir sind ja mitten im Zentrum drin hier, wo viele kleine Restaurants und kleine Bars sind, wo sich abends das Leben abspielt, in der Nähe auch von der alten Oper. Also da mal um die Ecke gehen, eine schöne Zigarre rauchen, einen schönen Rim dazu trinken, kann ich mir richtig gut vorstellen. Du auch, ne? Ja, absolut. Also ich denke, dass eine Stadt wie Frankfurt sowas auch braucht. Und ich habe schon mit einigen Zigarrenliebhabern gesprochen, die sich auch wirklich sehr freuen, dass es da jetzt hier einen weiteren Standort in Frankfurt gibt. Zum Glück ist ja in Hessen sind die Nichtraucherschutzgesetze ja noch recht liberal. Aber ich denke, es ist so ein wirklich ein guter Standort, wo man als Zigarrenraucher nicht nur geduldet, sondern wirklich willkommen ist, ist eigentlich nie zu viel, ist immer gut. Wenn das Ganze noch kombiniert wird mit tollen Spirituosen, mit passenden Accessoires und so weiter, dann kann das eigentlich nur gut gehen. Also, Aficionados, willkommen in Frankfurt. Die nicht aus Frankfurt sind, Rhein-Main-Gebiet ist ja noch ein bisschen größer, sind natürlich ganz herzlich eingeladen. Und vielen Dank für das Gespräch mit dir. Danke, Peter. Ja, die neue Casa hier in Frankfurt hat auch einen Store-Manager, den Sellmann. Sie sind schon länger im Zigarrenbusiness. Waren Sie schon mit den Good Friends auch in Sulzbach? Nein, im Zigarrenbusiness bin ich nicht. Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie. Mhm. Bin in Frankfurt als Gastronomieberater tätig. Das ist mein großer Schwerpunkt in dem Bereich. Halt in sehr vielen Bereichen als Projektmanager, Projektleiter. Und entsprechend halt jetzt keine Zigarrenaffinität in dem Sinne, dass man sagt, ich mache schon seit 20 Jahren Zigarrenbusiness, ja. Ja, Zigarre, Genuss, schöne Getränke, das ist ja ein Thema, was unweigerlich zusammengehört. Aber das hat doch jetzt eine neue Aufgabe. Eine Aufgabe, wo man sich auch neue Kunden hier bemühen muss. Oder kommen jetzt die Main-Taunus-Kunden hierher oder die halt Andi Gutfreund über seine Hotel-Connection schon kennt? Also das Thema ist folgendes, wir sind hier mitten in der Stadt, wir sind mitten im Herzen von Frankfurt, sagen wir als, wir präsentieren hier eine neue Marke von den Gutfreunds. Die Tabak-Lounge generell, was im Main-Taunus-Zentrum im Skyline-Plaza ist, ist halt im Einzelhandel oder im Einkaufszentrum vertreten. Hier ist halt die Thematik, dass wir eine Art Flagship-Store-Charakter gedacht haben, im Herzen von Frankfurt, mit einem neuen Brand, mit einem neuen Interior, und das feiern wir hier auch. So, jetzt sind die Frankfurter und die Rhein-Main-Aficionados gefordert, sich hier einzufinden, nach und nach sich neue Zigarren anzugucken und sich auch wohlzufühlen. Das ist ja ein entscheidender Punkt. Ich möchte bei Ihnen nach der Oper vielleicht auch noch reingehen. Haben Sie denn auch so lange geöffnet? Wir haben die Öffnungszeiten von 10 Uhr morgens bis 23 Uhr morgens erst abends geöffnet. Wir spielen mit dem Gedanken, nach der Sommerzeit bis 2 Uhr die Opening Times zu vergrößern. Einfach aus dem Hintergrundgedanken, dass sehr viele Leute auch am Wochenende erstmal essen gehen, nach dem Essen halt vielleicht mal eine Zigarre rauchen möchten und dann ist dann halt schon eher mal 12 Uhr ist, ja. Die Cigar Lounge heißt Wabajo. Wabajo haben wir uns aus dem Wortspiel Vuelta a Bajo hergeleitet. Eine sehr bekannte Region in Kuba, die für schöne Zigarren, Tabakblätter, ja, wohl ein bisschen bescheiden sein, steht. Und da haben wir gedacht, Mensch, das könnte vielleicht zu uns passen. Wir haben hier uns überlegt, einen Concept Store zu machen, einen Flagship Store für Zigarren. Einfach mal so uns auf die Fahne geschrieben. Wir haben gesagt, Sachen, die früher dunkel waren, haben wir jetzt hell gemacht. Wir haben punktuell nur Holz benutzt. Wir haben keinen Parkettboden genommen. Wir haben so einen glattgezogenen Acryl-Estrich genommen. Wir haben sehr eng mit dem Lichtarchitekten zusammengearbeitet, um ein Beleuchtungskonzept zu entwickeln. Wir haben im Bereich Spiritosen unsere Jungs rangelassen, die in dem Bereich sehr, sehr erfahren sind, und wir haben noch ein Barkonzept angeschlossen, was das Frankfurter Barniveau aufnimmt, mhm, und auch in dem Sinne halt weiterführt. Mhm. Mhm. Ja. Das ist so im Großen und Ganzen halt Wabajo. Wabajo als eine Idee einer modernen Cigar Lounge 2.0 sozusagen. Also schon das etwas andere Lounge-Konzept, als man es kennt. Es ist ja gemütlich auch hier, klein, fein, edel und eingepackt eben in die Hochstraße, kleine Hochstraße hier. Wenn ich aus Frankfurt erst sollte wissen, das ist also mitten im Zentrum, mitten im Leben, also dort, wo sich abends alles abspielt. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es hier einschlägt. Und das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Ja, weiterer Gesprächspartner hier zur Eröffnung der Casa in Frankfurt, Andreas Gutfreund. Andreas, du bist ja hier fleißig unterwegs, schon seit vielen Jahren in Sachen Tabakprodukte. Ihr habt im Main-Taunus-Zentrum ein sehr florierendes, ein sehr schönes Tabakfachgeschäft.
Ich kenne dich von vielen Veranstaltungen der Hotellerie. Das ist ja auch ein zweites Bein, denke ich mal. Und die beiden Beine zusammen haben bestimmt dazu geführt, dass es sowas gibt wie diese Casa del Albano. Durchaus, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ist aber nicht alles, weil es war einfach nur eine Frage der Zeit, bis so etwas hier zwingend notwendig ist. Das war schon längst fällig. Wir haben es jetzt halt einfach mal gemacht. Ja. Aufgrund der hervorragenden Kontakte zu der Fifth Avenue, also allein Importeur für kubanische Zigarren, mit denen arbeiten wir mittlerweile seit 20 Jahren sehr gut, sehr erfolgreich zusammen. Und auch hervorragende Kontakte in die Barszene, wie du schon kennst, das machen wir mittlerweile auch seit 20 Jahren, hat sich das einfach angeboten, ja, dass wir quasi eine Casa machen, also kubanische Produkte, in Verbindung mit einem Lounge-Bereich, also einem Barbetrieb, ja, in die Gastronomie. Die Zigarren übernehmen wir selbst. Ich glaube, da haben wir genügend Know-how, Fachwissen und auch Manpower innerhalb der Familie. Was den Barbetrieb angeht, da haben wir uns dann externe Hilfe geholt. Auch Leute, die wir seit vielen, vielen Jahren kennen und mittlerweile Freunde sind. Das war einfach Grundvoraussetzung, damit dieses Konzept erfolgreich wird. Und wir sind auf einem sehr guten Weg. Also ein rundes Konzept. Das fehlt nur noch, dass das Konzept noch draußen gut kommuniziert wird und dass die Aficionados wissen, wo sie demnächst hingehen. Was macht ihr dazu? Wir sind einfach da. Wir sind Familie, wir sind persönlich. Jeder Gast, der hier reinkommt, fühlt sich wohl. Jeder. Jeder, ausnahmslos. Auch ich. Ich weiß das. Ja, ja, ich wollte es nur bestätigen. Super, das freut mich sehr. Vielen Dank. Nein, das ist unser Job. Also im Prinzip, wir haben die beste Werbung, die es gibt, indem die Leute rausgehen und sagen, Mensch, super, du musst mal echt zu den Gutfreunds gehen, ja, da kriegst du was geboten, ja, und zwar Herzlichkeit, Persönlichkeit, gepaart mit natürlich einem entsprechenden Fachwissen, das darf nicht ausbleiben, ganz klar, wir nehmen auch jede Schulung dankbar mit, die kommt, ja, und auch wir, obwohl wir jetzt seit 30, 40, so lange nicht, ich nicht, mein Bruder, ja, seit 30, 40 Jahren mit dem Produkt zu tun haben, man lernt tatsächlich jeden Tag immer wieder was Neues dazu, das ist auch das Schöne, das lebt man vor, das merkt der Kunde. Und dann gibt es diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Super. Ansonsten unsere ganzen Mitbewerber, die ganz tolle Internetshops haben, die machen auch einen ganz guten Job, weil die Leute können sich dort top informieren, ja, wissen ganz genau, wann neue Produkte auf dem Markt sind, wie sie schmecken, kommen dann zu uns und fragen danach. Also vielen Dank an alle unsere Mitbewerber. Das sagen wir nicht weiter, aber wir haben es aufgenommen. Ich sag's auch gern nochmal. Aber ist ja so, man macht sich schlau und also ich war letztens auch im Bereich, da habe einen Zigarrenraucher getroffen, der in einem Zigarrenclub ist. Und er hat mir so viel von der Zigarre erzählt, also ich war nachher platt. Ich habe auch immer gedacht, ich weiß schon eine ganze Menge. Aber die Leute, die so wirklich nur noch im Internet unterwegs sind, sich um die Produkte kümmern und nachlesen, nicht auf einer Seite, auf 3-4 Seiten, die überraschen uns dann doch schon mit ihrem Wissen. Wissen muss man haben, Persönlichkeit muss man haben, gute Produkte muss man haben. Natürlich dann auch eine solche Örtlichkeit wie ihr. Und natürlich dann auch noch in Frankfurt im Zentrum. Es kann eigentlich nicht schief gehen. Nein. Es sind natürlich auch unheimlich viele Kleinigkeiten, auf die wir Wert legen. Also man muss sich unsere Flyer anschauen, man muss sich ganz viele Kleinigkeiten einfach mal anschauen, wie das Ganze aufgemacht wurde. Das sind unheimlich viele Menschen, die daran mitgearbeitet haben, und zwar mit Herzblut. Also da haben wir keinen von bezahlt, ja, sondern... Ja, wir haben das demokratisch entschieden. Ja. Wenn das 15 gefallen hat und 5 nicht, dann haben wir eben... das gemacht, was diese 15 wollten. Ob mir persönlich das gefallen hat oder nicht, zweitrangig. Ja. Und das merkt man dann auch. Ich bin sehr, sehr zufrieden, dass ich hin und wieder überstimmt wurde von ganz tollen Leuten. Wie gesagt, die ich nicht bezahlt habe, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig finde ich jetzt auch, was ein Erfolg versprechen könnte, ist, wir sind der erste Flagship-Store für Plantation Rum weltweit. Finde ich ganz, ganz gut. Ich bin ein Riesenfan von diesem Produkt. Ich trinke es seit Jahren. Und auch da haben wir einen gewissen Status verliehen bekommen. Ganz, ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, dieses Authentische. Ihr dürft gerne senden, was ihr wollt. Und ich mag meine Mitbewerber und jeder, der mich kennt, der weiß das auch. Sendet, was ihr wollt. Meine Mitbewerber verstehen das schon. Und es sind ja auch nicht umsonst... einige heute hier. Ja. Ich habe das mal so gesagt, es gibt keine Mitbewerber, es gibt nur Mitbewunderer. Und davon wünsche ich dir eine ganze Menge und viel Erfolg weiter nach dem ersten Tag oder in den ersten Tagen hier. Und dass es wirklich eine Örtlichkeit ist, wo sich viele, viele Menschen wohlfühlen, ihre Zigarre genießen können und eure Persönlichkeit dazu. Vielen Dank. Danke auch.